Hallöchen, Popöchen, liebe Leute, und willkommen zu Part 45 von The Book of Unwritten Tales. Und wir befinden uns gerade hier in der Gruft und wir geben jetzt der verlorenen oder der verschmähten Jungfrau den versiegelten Brief. Aber ich würde mal fast sagen, dass das noch keine Versiegelung darstellt, weil es ist nur ein Wachsklecks und sie wird auch das wahrscheinlich gleich anmerken. Aber mal sehen. Dieses Feuchtgebiet mag zwar dämlich sein, aber den Unterschied zwischen einem Wachsklecks und einem Siegel wird sie wohl schon noch erkennen. Dieses Feuchtgebiet. Oh Mann. Ja, okay. Also wir haben kein Siegel. Aber wo zur Hölle kriegen wir bitte ein Siegel her? Pompon. Oh Gott, das sind so viele Gegenstände. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich die verwenden soll. Oh Mann, ey. Tränenpfütze. In dieser Vertiefung hat sich eine kleine Tränenpfütze gebildet. Seltsam. Meinen Berechnungen nach müssten wir knietief im Wasser stehen. Warte mal, hier, das da ist doch... Darin liegt einer der Vorfahren des Verlobten unserer Wasserleiche. So ein Grabmal kostet eine Menge. Die Familie des Toten muss vermögend gewesen sein. Vielleicht weint sie deswegen so viel. Ja. Das steinerne Abbild des Ritters ist sehr detailliert. Eine wahrhaft meisterliche Arbeit. Man kann jede Kleinigkeit erkennen. Vom Mitesser am Nasenflügel bis hin zum Siegel auf seinem Ring. Das Siegel auf dem Ring. Dann wollen wir doch mal. Das merkt, kriegt sie auch gar nicht mit. Wollen wir mal sehen, wie gut die Arbeit der Steinmetze wirklich war. Obwohl sie daneben sitzt. Sieht ziemlich gut aus. Ich schätze mal, durch einen Tränenschleier hindurch wird man keinen Unterschied bemerken. Yay! Jetzt aber. Gib ihr den Brief. Es ist kaum zu glauben, eine Brieftaube hat gerade einen zweiten Brief gebracht. Tatsächlich? Oh ja, hier ist sogar ein Siegel. Kennst du es vielleicht? Oh Gott, das ist seins! Das ist sein Siegel! Die unleserliche Handschrift, all die Rechtschreibfehler. Der Brief ist wirklich von ihm. Was schreibt er denn? Da war ein Sturm und er würde gern zurück zu mir, aber er kann nicht. Na, das erklärt doch alles. Ich muss gleich zu ihm. Oh, diese Freude! Wegen des Schilds. Oh ja, die fetten Orger haben ihn weggetragen. Sie leben in einer Höhle, hier ganz in der Nähe. Aha. Danke und viel Glück bei der Suche. Aber denk immer daran, der Weg ist das Ziel. Yay! Und wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet anscheinend. In einer Höhle in der Nähe. Da oben, genau. Da gehen wir doch gleich mal hin. Vielleicht haben wir da ja mehr Erfolg. Was ist das? Ein Spalt. Der Spalt verjüngt sich nach ein paar Metern. Darunter ist dann allerdings der Abgrund. Nicht gut. Achso, ich musste mich mal gerade anders hinsetzen. Tja. Noch was zu sagen? Die Kanten sehen recht stabil aus. Es ist wohl nicht zu befürchten, dass bald der ganze Hang abrutscht. Okay, möchtest du da runterklettern? Wahrscheinlich nicht. Hier ist übrigens auch eine Hausnummer, das finde ich ganz witzig. Ein Schlauch. Gestattet, junger Herr, oh Gott. Dürfte ich erfahren, was ihr in unserer Höhle zu finden hofft? Oh, tut mir leid, ich habe eine öffentliche Toilette gesucht und es roch so, als würde hier... Oh, wie unangenehm. Sprecht mit Grump darüber. Er ist diese Woche für die Körperpflege zuständig. Hunger, Essen, jetzt! Und das ist leider das Einzige, worüber du dir Gedanken machst. Mein Herr, ich muss euch dennoch bitten, unsere bescheidene Behausung zu verlassen. Oh, okay. Ich suche einfach draußen weiter. Ich bin euch sehr verbunden. Viele Büsche und Steine da draußen würden sich glücklich schätzen, Hort eurer Notdurft sein zu dürfen. Viel Glück auf eurer Suche. Och, wie doof. Entschuldigt abermals, junger Herr. Ich kann nicht gutheißen, dass ihr unsere Privatsachen durchwühlt. Verlasst bitte unsere Höhle. Oh, ich dachte, ich wäre in einer anderen Höhle. Och Mann, ich will doch was angucken. Seltsamer Teller. Das heißt, das ist gar kein Teller.
Das ist ein Schild. Ah. Vermutlich sogar der Schild. Yay. Tonkrüge. Einige Tonkrüge. Ui, 4X. Das ist wirklich stark. Diese Oger sehen übrigens auch zum Verwechseln ähnlich aus wie die Oger bei WoW. Also das ist wieder sehr, naja. Entschuldigt. Oh, ich dachte ich... Ja, gut, 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 gut. Also hier können wir nichts machen. Entschuldigt. Oh, ich... Schrank. Entschuldigt. Oh, ich dachte ich... nichts machen. Entschuldigt, aber... Oh, ich dachte ich... Also wir können irgendwie nur die Sachen hier komischerweise, die beiden Sachen angucken, aber den Rest nicht. Okay. Der zweiköpfige Oger ist fett wie ein... Wie ein Oger und er hat zwei Köpfe. Ja. Der zweiköpfige Oger ist fett wie ein... Ja, ja. Der zweiköpfige... Ach ja, ist ja gut. Hallo da, du, zwei. Da ist ein Menschlein. Grandpa hat Hunger. Sag mal, seid ihr die menschenfressende Ogersorte? Hunger! Scheint aber schon. Nein. Du musst Grump entschuldigen. Er ist sehr emotional, wenn er eine halbe Stunde nichts zu essen hatte. So wie ich. Nein. Das ist ein sehr interessanter Teller dort. Fürchterlich, nicht wahr? All das fette Essen. Aber Grump liebt diesen Fraß. Grump, Hunger! Ich habe es dir 1000 Mal gesagt. Erst wenn ich dieses Buch durch habe, kannst du essen. Hunger jetzt! Oh, der Arme. Wenn ich dich jetzt essen lasse, dann sind wieder deine fettigen Fingerabdrücke auf den Seiten. Heute Nachmittag wird gemacht, was ich bestimme. Grump konnte heute Vormittag bestimmen, aber erst wollte er lange schlafen und dann hatte er plötzlich nicht mehr genug Zeit zum Essen. Pech gehabt. Ich hab Hunger! Aber ich nicht. Na, die beiden sind sich ja nicht wirklich einig. So. Erstmal rumfragen. Wer bist du, ihr? Grump! Grump, also wirklich. Mein Name ist Sloth vom Stamme der Blitzfäuste. Das ist mein nichtsnutziger Halbbruder Grump. Halbbruder? Wieso denn bitte Halbbruder? Ihr seid... Halbbrüder? Ist das nicht ein wenig unmöglich? Durchaus nicht. Die Biologie zweiköpfiger Oger ist sehr komplex. Wie du vielleicht weißt, kann durchaus... Langweilig. Also das ist doch... Schon okay, so genau will ich es wirklich gar nicht wissen. Oh mein Gott! Oh Gott, nein, ich möchte da auch gar nicht weiter drüber nachdenken. Du bist ein Kampfmagier, oder? Nein, Totschläger. Ich schlage Leute tot. Ich glaube, er meint mich, Grump. In der Tat bin ich ein Kampfmagier. Meine Bescheidenheit verbietet es mir, darauf hinzuweisen, dass ich einer der Besten bin. Natürlich wäre ich noch besser, wenn ich mehr studieren könnte, aber... naja. Fragen wir mal nach dem Teller. Könnte ich mir den Teller, vielleicht ausleihen? Mein Teller! Mein Teller! Ach, klar. Tut mir leid. Das ist Grumps Lieblingsteller, weil er so schön groß ist. Den wird er nicht hergeben. Ich muss weiter. Bis dann, ihr zwei beide. Auf Wiedersehen. Ach Gott, ey, wie sollen wir die denn jetzt überreden, dass sie uns hier einen Teller geben? Och. Hilfe, ich bin total überfordert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit ausprobieren, was man hier tun kann. Man könnte ihn vielleicht mit Essen locken, aber wir haben nichts zu essen. Oh Mann, Leute. Tja. Die Feder haben wir noch. Den Zettel allerdings nicht. Tja. Wir gehen nochmal zurück zur Gruft. Vielleicht können wir ja... mit irgendwem noch über irgendwas reden. Hey, Chef! Ah, der Lebende! Ah! Und? Was ist das für ein Gefühl, so ganz balkenlos? Es ist
Ungewohnt. Aber auch toll. Endlich bin ich kein Freak mehr, sondern wieder ein ganz normaler Zombie-Geist. Natürlich. Das freut mich. So, vielleicht kann er uns ja mit den Pilzen helfen. Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier kein Glück haben, tut mir leid. Aber der Taurenschamane meinte, er hätte seine Pilze aus der Gruft hier. Das stimmt auch. Aber er ist zu gierig geworden. Früher hat er sich einen Pilz in der Woche geholt. Zuletzt waren es 5 am Tag. Die Pilze sind abgeerntet. Es wird noch 1-2 Monate dauern, bis neue gewachsen sind. Das heißt, hier in der gesamten Gruft ist kein einziger Geisterpilz mehr zu finden? Tut mir leid. Dann habe ich ein Problem. Oh ja, das hast du. Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier... Aber der das stimmt, die Pilze... Das heißt, tut mir... Dann habe ich ein Problem. Ja, du hast ein Problem und ich bin immer noch ich dafür, muss weiter. Pilze anzumalen. Mach's gut! Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Ja, streng ja, ja. Riechende, tote Freunde. Ja, ja. So, anmalen. Das würde mich nicht weiterbringen. Geisterpilze sind lila und haben grüne Punkte. Ja, aber wie mischt man denn lila? Lila, blau und gelb? Wird daraus lila? Wir versuchen mal, die blauen Blumen zu zerstößeln. Sehen, mal schauen, ob das weiterbringt. Die Blüten sind zerrieben. Übrig geblieben ist eine satt blaue, dickflüssige Paste. Gelb und blau ergeben... Lila. Grün. Grün, nicht lila. Ja, natürlich grün. Wow, cool. Jetzt haben wir zumindest grüne Punkte schon mal, aber blau und rot? Solange das Rot nicht flüssig ist, kann ich es nicht mit anderen Farben mischen. Aber wie kriegen wir das flüssig? Wie kriegen wir das Rot dazu, dass es flüssig wird? Klebstoff. Nee. Das bringt ja alles nichts. Wo ist eigentlich... Ach, die Tinte ist weg, weil damit haben wir schon den Brief geschrieben. Alles klar, stimmt. Erdwichtel-Teddy. Wasser. Vielleicht müssen wir zurück zur Mine und dort... Nein, das geht anscheinend auch leider nicht. Schade. Ich weiß nicht, wie wir den Teddy verwenden können. Es gibt so viele Ansatzpunkte. Ich bin irgendwie gerade echt... Nee. Vielleicht das Dynamit... Aber womit sollte man das schon verwenden können? Mann, ich suche was Flüssiges. Oh Mann. Da kommen wir eh nicht vorbei. Tja. Okay, jetzt können wir noch mal zum... Ork. Oder wir... Was wollte der Typ nochmal haben? Hier, der Frankenstein-Kerl, der wollte doch auch noch irgendwas. Hey, Gulliver. Eine Lunge, ne? Ah, der Lebende. Ja. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ah, jetzt... Herz, Lunge, Geisterpilz. Und du und Esther? Wir lieben uns. Oh. Toll.
Wir wollen eine Familie gründen. Oh nein. Das ist großartig. Unser erstes Kind soll Nate heißen. Juhu. Weißt du etwas über Geisterpilze? Ja, das sind so kleine lila Pilze mit grünen Tupfen. Dieser Taure kauft dem Chef regelmäßig welche ab. Und weißt du, wo man sie finden kann? Da musst du schon den Chef fragen. Ja, das haben wir ja schon. Wo soll ich denn hier ein Herz hernehmen? Du könntest mir deins geben. Super Vorschlag. Ich versuche nur zu helfen. Ja, Ich muss... Lass dich nicht... Ja, also irgendwie müssen wir jetzt, Ja, wir sind immer noch nicht wirklich weiter. Ich würde gerne das Rot und das Gelb mischen. Nee, das gibt Orange, das bringt's auch nicht. Was ergibt denn nochmal Lila? Rot und Blau? Rot und Blau, ne? Aber wir haben... Ach Gott, ey. So was Blödes. Tja, hier unten ist ja auch nichts gewesen. Ja, das ist die Tränenpfütze, natürlich. Warum man denn nicht das Wasser Na nehmen gut. kann? Na gut, ich kippe das Pulver an den Rand des Tränensees. Noch ein wenig umrühren und schon haben wir eine dickflüssige rote Farbe. Ja, warum auch immer er sich so schwer gemacht hat und nicht das einfach das Wasser aus dem Trog genommen hat, aber egal. So, jetzt können wir... Rot und Blau ergeben. Lila. Lila. Ja. Sehr schön. Jetzt den Pilz bemalen. Ich habe die Pilze komplett lila angemalt. Als Geisterpilze gehen sie aber noch nicht durch. Es fehlen die grünen Flecken und der modrige Geruch. Grüne Flecken kriegen wir über das Grün. In Ordnung. Damit habe ich wunderschöne lila Pilze mit grünen Punkten. Sieht doch immer ganz anders aus. Aber der modrige Geruch fehlt, ne? Tja, das ist jetzt die Frage, wo wir den modrigen Geruch... Nee, die morschen Bretter bringen da nichts. Aber immerhin haben wir jetzt schon mal Geisterpilze. Ich würde sagen, die Folge ist jetzt auch vorbei und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder in Part 46, wo wir dann endlich hoffentlich die Geisterpilze besorgen können und dann gucken, dass die Kuh uns weiterhilft. Ich hoffe, die ist uns dann auch eine Hilfe. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dahin, ciao, ciao!